Ja, hallo, jetzt wieder Krillo. Ich herzlich euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu Automata. Und heute muss ich natürlich und möchte ich auch den Tag so beginnen, dass ich erstmal allen Müttern alles Gute zum Muttertag wünsche und ja, hoffe, dass ihr heute einen schönen Tag habt, dass ihr eure Kinder seht oder dass Kinder ihre Mütter sehen oder wie auch immer. Das ist ja nicht selbstverständlich in diesen Zeiten und deswegen, ja, wünsche ich euch das von ganzem Herzen. Ja. Okay, nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich auch ein klein wenig wieder heute hier ja, unterhalten oder es zumindest versuchen. In diesem Fall werden wir heute uns ein bisschen die Küche hier anschauen. Da haben wir zum einen mal nicht das Problem, aber wir haben die Option, dass wir ja hier Wasser fürs Becken brauchen, weil da immer mal wieder was rausgenommen wird. Das wir auch in der Kolonie brauchen, da kümmern wir uns gleich im zweiten Schritt rum. Im ersten Schritt würde ich ganz gerne zum einen diese Leitung einmal nach hier verlegen. Dass die durch den Ziegel durchläuft, das ist der erste Schritt. Was wir vielleicht auch schon machen können, da auftrennen, dass sich die obere Leitung hier gleich entleert. Was gerade nicht so aussieht, als ob es passiert, aber eigentlich sollte es das. Weil Wasser wird verbraucht und läuft aber nicht. Okay, gut. Dann machen wir Trick 17. Das sollte auf jeden Fall helfen. So, was wir dann hier brauchen, ist im Grunde das gleiche, was wir hier gebaut haben, nämlich einen Hydrosensor. Den würde ich mal auf diese Höhe bauen. Wir brauchen einen Auslauf. Wir müssen das Ganze miteinander verbinden. Und dann brauchen wir noch die entsprechende Leitung. Die würde ich dann von hier verlegen. Und Entschuldigung, die kommt dann da an, daran und wir arbeiten dann hier mit einer Rohrbrücke. Weil das scheint sich ja schon herauszukristallisieren, dass wir hier deutlich mehr Wasser produzieren, als wir momentan hier brauchen. Wir können mehr Oxyfahren umpflanzen, ja. Wir können aber auch dieses Becken damit mitversorgen. Das werden wir jetzt machen. So, jetzt sollte hier das... Ja genau, jetzt läuft das Wasser auch wieder weiter. Sehr gut. Okay. Einstellungen können wir dahin übertragen. Das kann weg. Hier müssten wir jetzt mal im ersten Schritt die Rohrbrücke zerlegen. So, dann könnten wir jetzt wischen oder klempnern. Ich entscheide mich ausnahmsweise mal fürs Klempnern. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich da aktuell kein weiteres Wasser dazu hole. So, erledigt. Jetzt können wir diese Leitung erlegen. Den Hydrosensor, den Auslauf. Ups. Automatisierungskabel. Ist das hier schon funktional? Wäre es... Wenn wir das hier schon mal anschließen. So, Wasserversorgung für die Küche. Ja, das können wir eigentlich schon bauen. Ja.
Ja, ich habe gerade eine Idee gehabt, aber weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Ja, doch, wir machen das mal. Wenn wir das hier freigraben, kommt von hier trotzdem erstmal keiner hier rein, aber wir können das Material, was hier liegt, zumindest nochmal wesentlich schneller eben aufräumen. Indem ich einfach jetzt hier einen Aufräumauftrag reinpacke und schon wird das gemacht. So, jetzt müssen wir hier uns noch ums Wasser kümmern. Wir brauchen eine Handpumpe. Die ist wie lang? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wäre diese Höhe. Kann ja aber auch niedriger oder höher sein. Schwierige Entscheidung. Ach Mist, jetzt habe ich auch nicht schon gebaut. Ja, ist egal. Ich muss dafür mal gerade ein paar andere Sachen ausmessen. 1, 2. Also eigentlich ist das sogar eine recht gute Höhe. Ups. Dann können wir das hier nämlich so bauen. Ja. Das wäre eine Option. Dann brauchen wir noch mal hier einen Auslauf, einen Hydrosensor und Automatisierungskabel. Auch das hier bitte alles wegräumen. Erstmal dann fertig. Ich weiß jetzt schon, dass sich hier jemand drin einsperren wird. Ganz einfach, weil es so typisch ist. Na, jetzt sowieso nicht, sondern erst am nächsten. Wir haben schon Zyklus 277. Oh mein Gott. Ich stehe jetzt gerade vor einer Frage, und zwar schließe ich dieses Becken auch hier an diese Leitung an oder mache ich dafür eine separate Pumpe? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Wasser. Stimmt, das hattet ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Dafür muss ich mir auch noch was überlegen. Es wird mir jetzt... Es war so klar. Es war so klar, dass das passiert. So, Lu, dann geh bitte dahin. Jetzt kannst du das Ganze nochmal machen von der anderen Seite. Achso, jetzt haben wir dich ja. Das war jetzt noch weniger schlau. Jetzt müssen wir hier auch noch eine Leiter bauen. Also ich war mindestens genauso dumm wie Solu in diesem Fall. Ich weiß nicht, ob das schnell genug geht. Im Zweifelsfall können wir immer noch schnell hier Ziegel zerlegen. Vielleicht sollten wir das tun. Zerlegen, zerlegen, zerlegen und zerlegen. Okay. Die Rettung ist erstmal geglückt. So, jetzt machen wir hier mal wieder dicht. Hätte ich das gleich so gemacht, erst die eine Stelle, dann die andere, wäre es überhaupt kein Problem gewesen.
eigentlich mein Fehler. Naja. So, und jetzt sollte das dann ohne Probleme funktionieren. Ich denke, wir schließen das Ganze erstmal hier an. So, ich Idiot jetzt. Ich habe jetzt immer das Signal von da kopiert. Und es ist natürlich Blödsinn, weil wenn wir unter da oben, hier haben wir ja genug, unter 50 Kilogramm sind, öffnen. So, wenn wir die Einstellung hier jetzt haben, dann wird da auch Wasser reingelassen. Ich glaube, das Rohr können wir von oben aus bauen, oder? Ja, können wir. Frage beantwortet. So, und jetzt sollten wir hier langsam Wasser haben und jetzt, wann immer wir hier in der Kolonie Wasser brauchen, haben wir hier. Okay, sehr schön. Hier sehen wir gerade übrigens wunderbar, wie wenig Wasser da verbraucht wird. Was ich mich jetzt noch frage, ist, ob wir diesen Flaschenentleerer für saubere Wasser nicht woanders hinstellen, falls wir die Gefahr haben, dass wir mal Keime in diesem Wasser haben. Macht es mehr Sinn, das hier rein zu kippen? Oder noch mehr Sinn, es hier rein zu kippen? Hm. Ja, wir machen es lieber so, dass wir den Ziegel zerlegen. Dann können wir hier den Flaschenentleerer. Ja, das machen wir auch so. Wir bauen da den Flaschenentleerer hin für sauberes Wasser. Das ist zwar dann ein weiterer Weg, wo man aufgewischtes Wasser hinbringen muss, aber da wird es tendenziell dann auch von Keimen gereinigt. So, hier können wir jetzt die Leitern schon mal entfernen. Wir können hier ein bisschen buddeln, auch wenn das gerade blöd ist für unseren wilden Fingerhutschilf, aber so ist es eben manchmal. Platz ist schon mal geschaffen. Wollte aufräumen und nicht jagen. So, Wasser. Ja gut, das muss jetzt halt, wann immer es wieder kühl genug ist, hierher laufen. So, unsere Kühlung sollten wir jetzt auch so ganz lange nicht mehr warten. Und, oh Mensch, ich hatte es wieder fast vergessen, Pazifist. Damit können wir sehr gut leben und konstruktiv. Ah, mit Taucherlunge. Barney ist heute, kommt endlich mal wieder jemand dazu. Zur Feier des Muttertages. Vielleicht erwischen wir sogar eine Mutter. Schauen wir mal. So, ich würfel und ich würfel die 60. Die 60 ist Furies for All. Okay, das ist auch jemand, wo ich weiß, ist noch regelmäßig dabei, zumindest bei den Livestreams. Bei den Videos kann ich das ja nicht so ganz gut immer nachverfolgen, aber ja, herzlichen Glückwunsch zum Einzug. Einen Platz zum Essen hast du, einen Schlafenplatz, Schlafensplatz für dich haben wir auch. Perfekt, aber hier müssen wir jetzt immer mal wieder Öl aufwischen, okay. Ja, stimmt, vereinzelt CO2 kriegen die hier natürlich, ne? Ja, nicht schlimm. Gut.
So, schauen wir uns sowieso mal eben an, was machen wir mit Furis dann? Ich hatte jetzt gar nicht mehr so den Plan und den Überblick. Was fehlt uns denn? Interessen sind für Mediziner, haben wir verbastelt. Das ist eigentlich was, was ich im Kopf hatte, deswegen passt das ganz gut. Aber wir nehmen erst immer Tragfähigkeit. Ne, da wählen wir auch mal noch keinen Hut aus, damit wir dann diesen hier nachher auswählen können. Dann habe ich das als Gedächtnisstütze, dass ich das noch ändern müsste. So, Holy Night Hood Schutzanzug und dann die verbesserte Stärke, Holzkopf. Ist bauen dazu und ich würde sagen auch die verbesserte Stärke. Da hatte ich mal verbesserte Landwirtschaft, das war aber glaube ich eher ein Versehen. Da würde ich dann aus Moralgründen vielleicht eher mal die Punkte sparen und das ist garantiert bei allen anderen auch so, dass ich schon das Wichtige habe und wenn wir hier kommen wir noch, auch wenn das knapp von der Moral ist, aber das ist noch so ein wichtiger Punkt. Die können wir noch mit dazu nehmen. So, Prioritäten bei Furis müsste dann auch die Bedienung auf jeden Fall sein, weil das sollst du auf Dauer machen. Das habe ich bei Holzkopf und auch bei Streichhardt auch gar nicht hochgestellt. Okay. So, Layout für die Küche. Wobei wir so wahnsinnig viel Zeit heute gar nicht haben, leider. Erstmal können wir noch auf diese Leitung mal zumindest bis dort entfernen. Diese Gasleitung, ach, das ist die für die Küche. Okay, die können wir dann ja sowieso noch wieder ändern. Das passt mir eigentlich auch sehr gut. Ja, jetzt kommen wir hier natürlich nicht ran, ne? Also keine Sorge, das ist nur temporär. Vielleicht machen wir es sogar so, dass wir das schon hier erstmal eben hinbauen. Wir haben ja Material genug hier in der Nähe, dass wir uns da wieder den kürzeren Weg sichern. Aber trotz alledem muss ich mir hier eben Gedanken machen. Fand die Idee mit diesem CO2-Schacht sehr gut, wo wir Materialien reinfallen lassen können. Das würde dann aber bedeuten, weil hier mittendrin, dass wir diesen Raum hier eigentlich nicht nutzen können. Was ja jetzt nicht schlimm ist. Muss nur von rechts nach links mir was überlegen. Da müssen wir vielleicht auch mal hergehen und Küchengeräte so ein bisschen planen, wenn wir von rechts, von links nach rechts oder von rechts nach links produzieren, ist eigentlich ziemlich Schnuppe. Ich probiere einfach mal, da kommt der Gasherd hin. Wir haben mehr als genug Platz. Elektrogrill. Jetzt habe ich immer zwei Felder dazwischen freigelassen und das passt. Würde dann bedeuten, dass der Ziegel und der Ziegel wegfällt. Und wir hier. Machen wir das mit einem automatischen Ausgeber. Das, ach, ist alles noch nicht so ganz. Wir lassen es doch zumindest den Gedankengang erstmal haben, dass hier Sachen reinfallen lassen können. Wir würden dann auf, muss ich gerade selber mal eben schauen, auf dieser Höhe hier einen automatischen Räumer bauen. Der kann dann die Maschinen versorgen, jeweils nach rechts. Er sollte die auch nach links versorgen können. Das heißt,
eine der Maschinen müssten wir so verlegen. Das hat eigentlich mehr Sinn gemacht, die andere ein bisschen rüber zu ziehen, den Mikrobenmatscher. So. Das Gute ist, so wie wir es jetzt gemacht haben, könnten wir nämlich hier oben rüber noch eine Ebene bauen. Und hier, ich weiß nicht, ob ich gerade wieder viel zu kompliziert denke, können wir automatische Ausgeber ranpacken, wo Zutaten entsprechend, wie sie gebraucht werden, fallen gelassen werden können. Ich weiß nur nicht mehr sicher. Das müssen wir uns hier gerade mal anschauen, ob wir hier überhaupt... Nee, können wir nicht. Dann müssen wir das verkomplizieren. Dann ist auch diese Ebene hier... Ich lasse sie mal trotz... Wir reißen sie direkt wieder ab. Nur bauen zu lassen und das hier schon mal abzureißen, das wäre auch Quatsch. Ja, da werde ich noch in ein paar Gedanken investieren müssen. Gerade noch nicht so wirklich die zündende Idee. Aber das kommt bestimmt. So, das können wir nach dort verlängern. Wir müssen noch die... Oder zumindest einen automatischen Ausgeber hier irgendwo bauen. Also meine Idee war, hier einen reinzubauen. Weil diese Tür ist, glaube ich... Ne, ist noch nicht, aber die ist jetzt verschlossen. Wenn wir hier einen reinsetzen, das und das freigraben... Dann würde alles, was wir hier außerhalb haben, wenn der die gleiche Priorität wie diese hat, würden die das wahrscheinlich holen, hier fallen lassen. Und dann kann sie jemand von innen hier auch wieder abholen. Das ist nicht so die perfekte Lösung, aber gerade die beste, die mir einfällt. Oder wir arbeiten auch da mit Förderschienen über hier. Na, ich weiß noch nicht. Hier könnte man auch schön einen Sweepy hinbauen. Ja, wobei der Sweepy hier auch immer noch im Einsatz ist. Ja, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall sind wir zeitlich für heute leider schon durch. Musste, auch wenn Sonntag ist, ein etwas kürzeres Video werden. Ich hoffe trotzdem sehr, dass es euch gefallen hat und ich würde mich wie immer riesig freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst und ja, dann sage ich einfach noch bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis bald, euer Krillo.